In unserem Universum zieht ein bemerkenswerter Planet seine Bahnen. Mit bizarren Landschaften und erstaunlichen Naturgewalten. Dieser Planet ist die Erde. Seit Jahrtausenden versuchen wir, ihre Rätsel zu entschlüsseln. Stellen Sie sich vor, am Horizont sind auf einmal drei Sonnen. Was denken Sie dann? Ein Trio aus strahlenden Sonnen. Bunte Lichter über den Polen. Und seltsame Tentakelwesen im Gewittersturm. Der Himmel ist voller seltsamer Phänomene. Und es wird noch merkwürdiger. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der schwebenden Stadt? Warum ist der Sonnenuntergang plötzlich grün? Und was passiert, wenn Sonnenstürme mit der mächtigen Kraft des Erdkerns kollidieren? Viele der erstaunlichsten Naturschauspiele können wir direkt über unseren Köpfen sehen. Am Himmel. Was wir als Himmel sehen, entsteht durch das Zusammenspiel von Sonnenlicht und unserer Atmosphäre. Wolken, Wasser, Luft, alles, was wir über dem Horizont sehen, gehört dazu. Der Himmel beginnt zu unseren Füßen. Wir leben im Himmel. Der Himmel ist ständig in Bewegung. Eine bizarre Lichtshow jagt die nächste. Man muss nur wissen, wo. Die Reise beginnt mitten in einem Gewitter über der Prärie im Westen der USA. Die Blitze sind enorm hell, aber das ist nichts Besonderes. Über den Himmel unseres Planeten zucken durchschnittlich 50 Blitze pro Sekunde. Etwas viel Bemerkenswerteres spielt sich über den Wolken ab. Früher hielten die Menschen diese seltsamen Spukgestalten für Wesen aus einer anderen Welt. Über den Fidschi-Inseln 1950. Ein Passagierflugzeug fliegt durch ein Gewitter. Plötzlich sieht der Pilot einen seltsamen roten Blitz am Himmel. Er beschreibt ihn später als eine Art Feuerwerk, das wie eine Fontäne in alle Richtungen sprüht. Aber niemand glaubt ihm. Man dachte, Piloten steuern Flugzeuge. Die haben keine Ahnung von Wissenschaft oder der Atmosphäre. Obwohl auch Bergsteiger, Ballonfahrer und andere Piloten von ähnlichen Phänomenen berichten, tun Meteorologen es jahrelang als Hirngespinst ab. Die meisten Wissenschaftler hielten die Sache einfach für zu unwichtig, um sie näher zu untersuchen. Das ändert sich erst, als am 6. Juli 1989 eine Kamera im Norden des US-Bundesstaats Minnesota einen der geheimnisvollen Blitze aufzeichnet. Jetzt hatten die Wissenschaftler einen Beweis für etwas, das Piloten schon jahrzehntelang kannten. Ein seltsames, riesiges, quallenartiges Gebilde, das in Sekundenschnelle Kilometer hoch aus der Wolkendecke schießt. Mit diesen Aufnahmen beginnt eine weltweite Jagd nach mehr Fotos und Videos des Phänomens. Manche der Blitze sehen aus wie gigantische Karotten. Andere erinnern an Engel. Alle sind mehrere Kilometer groß, rot und dauern weniger als eine Sekunde. Wissenschaftler taufen die Blitze Red Sprites, sowas wie rote Kobolde, weil sie so plötzlich erscheinen und wieder verschwinden. Der scheinbar leere Himmel über den Wolken, den viele für langweilig gehalten hatten, steckt in Wirklichkeit voller seltsamer Geheimnisse. Ein Sprite ist eine elektrische Entladung in der Atmosphäre, aber kein gewöhnlicher Blitz. Herkömmliche Blitze treten unter den Wolken auf. Sprites bilden sich dagegen bis zu 75 Kilometer über ihnen.
Außerdem leuchten sie nicht weiß, sondern rot. Blitze sind die heißesten Naturphänomene auf unserem Planeten. Dabei entstehen sie an einem extrem kalten Ort, in Gewitterwolken. Hier sind die Temperaturen so niedrig, dass Wassertropfen zu Eiskristallen gefrieren. Das Eis ist das Geheimnis. Die Eiskristalle stoßen in der Wolke zusammen und laden sich dabei elektrisch auf. Die positiv geladenen Kristalle steigen nach oben, weil sie leichter sind. Die negativ geladenen sind schwerer und sinken ab. Die Unterseite einer Wolke ist also normalerweise negativ geladen, der Erdboden dagegen positiv. Die elektrische Spannung steigt und steigt, bis sie sich als Blitz entlädt. In einer Gewitterwolke ist es eiskalt. Aber sie kann einen Funken erzeugen, der fünfmal so heiß ist wie die Sonnenoberfläche. Und wann entstehen nun die roten Sprites? Ganz einfach. Wenn die Ladung auf dem Kopf steht. Normalerweise ist eine Gewitterwolke oben positiv geladen und unten negativ. Darum sind die meisten Blitze negativ geladen. Es gibt manchmal aber auch positive. Durch besonders heftige positive Blitze kann ein negativ geladenes Feld an der Oberseite der Wolke entstehen. Das entlädt sich nach oben und elektrisiert Stickstoffmoleküle in der Atmosphäre. Dabei entsteht das rote Leuchten. Weil die Luft hier in der oberen Atmosphäre so dünn ist, halten die Blitze nicht zusammen, sondern lösen sich in merkwürdige Formen auf. Genauso selten und ebenso spektakulär wie die roten Sprites sind die sogenannten Blue Jets. Auch sie entstehen aus Gewitterwolken und schießen als schmale, strahlend blaue Kegel in den Himmel. In 0,4 Sekunden werden sie bis zu 25 Kilometer hoch. Beeindruckend, aber nichts im Vergleich zu ihren großen Brüdern, den Gigantic Jets. Gigantic Jets sind Blue Jets auf Speed. Sie kommen nur in sehr hohen und heftigen Gewittern vor und reichen von der Oberseite der Wolke bis zur Ionosphäre in 90 Kilometern Höhe. Aber selbst Gigantic Jets und rote Sprites sind Zwerge, verglichen mit den sogenannten Elfen. Diese spezielle Form von Blitz entsteht durch einen elektromagnetischen Impuls während besonders heftiger Gewitter. Elfen sind scheibenförmig und bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bis an die Grenze zum Weltall. Sie können bis zu 500 Kilometer Durchmesser haben. Sie wurden erst 1990 entdeckt, auf Aufnahmen eines Gewitters von Bord eines Space Shuttles. Elfen, Sprites und Jets sind Beweise dafür, dass der Himmel immer noch voller Überraschungen steckt. Während sich die Gewitter auflösen, erscheint ein weiteres seltsames Phänomen am Nachthimmel. Schwer zu glauben, aber wahr. Diese Stadt am Horizont ist nur eine Illusion. Wenn die Bewohner von Grand Haven in Michigan nachts nach Westen schauen, sehen sie den Michigansee und die Sterne. Aber am 11. Mai 2012 ist alles anders. Die Skyline einer Großstadt scheint über dem Horizont zu schweben. Die Stadt gibt es wirklich. Es ist Milwaukee in Wisconsin. Aber Milwaukee liegt 130 Kilometer weit weg, auf der anderen Seite des Michigansees, und sollte hinter der Erdkrümmung verborgen sein. Oder etwa nicht?
Wenn man am See oder am Meer steht, fragt man sich, wie weit man wohl sehen kann. Normalerweise sind es wegen der Erdkrümmung nur ein paar Kilometer. Danach ist Schluss. Aber an manchen Tagen, bei perfekten Bedingungen, wird das Unmögliche möglich. Wenn Licht aus einem bestimmten Winkel auf unterschiedlich warme Luftschichten trifft, entsteht eine sogenannte obere Luftspiegelung. Bei oberen Luftspiegelungen krümmt die Erdatmosphäre das Licht in unsere Richtung. So sehen wir Dinge hinter dem Horizont. Die Frühlingsluft war schon relativ warm, die unteren Luftschichten aber nicht, weil sie vom kalten Wasser des Michigansees abgekühlt wurden. Das nennt man eine Temperaturinversion. Als die Lichtstrahlen von Milwaukee auf diese Grenze zwischen kalt und warm getroffen sind, wurden sie nach unten gebogen, Richtung Grand Haven. Deshalb konnten die Leute dort in der Ferne eine beleuchtete Stadt sehen, die sie sonst nicht sehen können. Licht bewegt sich normalerweise auf einer geraden Linie durch die Atmosphäre. Wenn ich den Laserpointer anschalte, erscheint dort drüben ein Punkt genau auf derselben Höhe. Bei starken Temperaturschwankungen kann der Lichtstrahl allerdings gekrümmt werden. Wenn ich jetzt das Trockeneis unter den Lichtstrahl stelle, wird das Licht in Richtung der kalten Luft gebogen, also nach unten. Und natürlich bewegt sich dabei auch der Lichtpunkt auf dem Schirm nach unten. Dasselbe passiert mit Lichtstrahlen entlang der Erdoberfläche. Sie werden durch die kalte Luft gekrümmt und machen zum Beispiel Städte sichtbar, die eigentlich hinter dem Horizont liegen. Auf der Axel-Heiberg-Insel im Arktischen Ozean präsentierte sich einst ein ähnliches Phänomen. Juni 1906. Der amerikanische Polarforscher Robert Peary erspäht einen fremden Kontinent mit schneebedeckten Bergen und Tälern. Er tauft ihn Crockerland. 9 Jahre später bricht ein Expeditionsteam nach Crockerland auf. Auch diesmal ist die Landmasse aus der Ferne gut zu sehen. Aber die Inuit behaupten, da sei nichts. Nur Nebel. Die Inuits wussten, dass da nichts war. Die kannten die Gegend. Die Amerikaner fahren unbeirrt weiter. Auch als der Kontinent plötzlich beginnt, seine Form zu ändern. Die Entdecker wollten ein fremdes Land erforschen, das es gar nicht gab. In Wirklichkeit waren es Gletscher und Eisberge, die durch Lichtkrümmung in ihr Sichtfeld gehoben wurden. Auch heute sind in der Arktis unzählige solcher Landschaften zu sehen. Sie sind nichts weiter als Trugbilder, sogenannte Fata Morganas. Der Boden der Arktis und Antarktis ist vereist. Darum sind die unteren Luftschichten dort sehr kalt. Die Luft darüber kann im Sommer aber schon mal recht warm werden. Dann entsteht eine Temperaturinversion. Und solange die Bedingungen so bleiben, wird sich daran auch nichts ändern. Polarbesucher werden immer wieder Inseln entdecken, die eigentlich gar nicht da sind. Fata Morganas gibt es überall auf der Welt. Im Gegensatz zu den Scheininseln an den Polen verschwinden die meisten aber schnell wieder. Meine erste Fata Morgana habe ich am Strand in Südkalifornien gesehen. Ich schaute zur Insel Santa Catalina rüber. Und auf einmal waren da statt flacher Hügel riesige Klippen. Als hätte sich die Insel komplett verwandelt. Ich habe schon öfter Luftspiegelungen gesehen, zum Beispiel Berge, die gar nicht da waren. Fata Morgana sind beeindruckende Naturschauspiele, die man nicht so schnell vergisst. Ein anderes Himmelsspektakel der Pole ist aber mindestens genauso beeindruckend.
Wir verdanken es Winden aus dem All und Kräften aus dem Erdinneren. Mitternacht in der Arktis. Vorhang auf für die schönste Lightshow des Nordens. Das Polarlicht oder Aurora Borealis. Als ich mal im Spätsommer in Alaska war, sah ich auf einmal grün-gelbe Lichter am Himmel. Ich dachte, was ist das denn? Ach ja, das Polarlicht. Von oben sieht es aus wie eine Krone. Von unten wie ein schillernder Vorhang aus Licht. Ich bin in Alaska aufgewachsen. Wenn ich morgens vor Sonnenaufgang an der Bushaltestelle stand, habe ich manchmal Polarlichter gesehen. Das war eine bunte Lightshow, die über den Himmel tanzte. Von weiß über grün bis rot. Polarlichter gibt es auch im Süden. Dort nennt man sie Aurora Australis. Wenn man die Erde vom All aus betrachten würde, könnte man am Nord- und Südpol diese Lichtringe sehen. Ganz selten verirren sich Polarlichter sogar zum Äquator. 1872 sind sie auf Kuba zu sehen und versetzen viele Einheimische in Angst und Schrecken. Hinter der Schönheit der Aurora verbirgt sich eine tödliche Kraft. Ein Strom aus geladenen Teilchen von der Sonne. Der sogenannte Sonnenwind. Die Sonnenatmosphäre ist immer in Aufruhr und schleudert permanent Materie ins All. So entsteht der Sonnenwind. Mit 400 Kilometern pro Sekunde fegt dieser Teilchenstrom auf die Erde zu. Sie wäre längst kahl und leblos wie der Mond, hätte sie nicht einen Schutzschild, der die Strahlung ablenkt. Seine Quelle liegt tief unter unseren Füßen, im Erdkern. Er besteht aus einer Kugel aus festem Eisen, etwa so groß wie der Mond, umgeben von einer Hülle aus flüssigem Metall, etwa so groß wie der Mars. Durch Bewegungen im flüssigen Teil des Kerns entsteht das Erdmagnetfeld, ein Schutzschild aus Energie, der tausende Kilometer ins All reicht. Die Erde umgibt sozusagen ein Kraftfeld. Aber der Sonnenwind verbiegt dieses Kraftfeld. Das Magnetfeld wird eingedrückt, weil der Sonnenwind nur von einer Seite darauf wirkt. Dort werden die Feldlinien gequetscht und auf der anderen gestreckt. Das sieht aus wie ein Kometenschweif. Manchmal dehnen die geladenen Teilchen den Schweif so stark, dass er irgendwann zurückschnappt, wie ein Gummiband. Wenn der Sonnenwind auf das Erdmagnetfeld trifft, wird er zu beiden Seiten abgelenkt. Also zum Nord- und zum Südpol. Man kann sich das Magnetfeld wie eine Autobahn mit Ausfahrten vorstellen. Wenn man von der Autobahn abfahren will, muss man eine Ausfahrt nehmen. Genauso folgen die Sonnenteilchen den Bahnen des Magnetfelds zum Nord- oder Südpol. Dort werden sie zurückgeworfen und wandern dann zum anderen Pol. Immer hin und her, viele Male pro Sekunde. An den Polen kommen die Sonnenteilchen der Erdatmosphäre ganz nah. So nah, dass sie mit Gasmolekülen der oberen Atmosphärenschichten zusammenprallen und sie zum Glühen bringen. Sauerstoff leuchtet zum Beispiel hellgrün und Stickstoff rötlich. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren Neonröhren.
Neonröhren sind eigentlich Polarlichter in der Flasche. Es sind gasgefüllte Behälter, durch die Strom geleitet wird. Wenn die Gasionen mit den Elektronen zusammenstoßen, werden sie in einen höheren Energiezustand gehoben und fangen an zu leuchten. Das Gleiche passiert in der oberen Atmosphäre. Die Nacht zieht langsam vorüber und macht der Morgendämmerung Platz. Der Kampf zwischen Magnetfeld und Sonnenwind geht unvermindert weiter. Aber nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten unseres Sonnensystems. Zum Beispiel auf den Gasriesen Jupiter und Saturn, die ebenfalls ein magnetisches Kraftfeld haben. Nur wenige Leute wissen, dass es Auroras sogar auf Monden gibt. Zum Beispiel auf dem Jupitermond Ganymed. Ganymed hat ein eigenes Magnetfeld und darum auch Polarlichter. Bei uns auf der Erde sind die Lichter immer ein überwältigendes Schauspiel. Viele Menschen reisen extra in die Polarregionen, nur um sie einmal mit eigenen Augen zu sehen. Andere Himmelsphänomene sind so seltsam und wenig bekannt, dass sie eher dazu inspirieren, den eigenen Geisteszustand zu bezweifeln, als Begeisterung auszulösen. An diesem Morgen erleuchten im mittleren Westen der USA nicht nur eine, sondern gleich drei Sonnen den Himmel. Stellen Sie sich vor, Sie gehen spazieren und auf einmal sind da am Horizont drei Sonnen. Was denken Sie dann? Das Dreigestirn sieht aus wie einem Science-Fiction-Film entsprungen. Dabei ist das Phänomen eigentlich schon seit Jahrhunderten bekannt. Früher hielten die Menschen den Himmel für das Reich der Götter. Drei Sonnen konnten ein gutes oder schlechtes Zeichen sein. 1461 im englischen Herefordshire. Zwei verfeindete Heere schlagen die berühmte Schlacht von Mortimer's Cross. Auch an diesem Tag stehen drei Sonnen am Himmel. Einer der Heerführer überzeugte seine Männer davon, dass die drei Sonnen für seine drei Söhne stünden. Darum sei der Sieg ihnen sicher. Er gewinnt die Schlacht tatsächlich und wird anschließend zu König Eduard IV. Gekrönt. Aber was steckt nun eigentlich hinter der seltsamen Anomalie? Wir wissen seit ein paar hundert Jahren, wie sie entsteht. Das Phänomen gehört zu den sogenannten Halo-Erscheinungen. Sie können die Form von Nebensonnen annehmen, aber auch von einem Auge oder von Ringen. Halo-Erscheinungen haben etwas mit Blitzen gemeinsam. Eis. Sie entstehen aber nicht in Gewitterwolken, sondern in sogenannten Federwolken. Die feinen Eiskristalle der Federwolken werden auch Diamantenstaub genannt. In Alaska, wo ich aufgewachsen bin, war die Luft oft voll von diesen winzig kleinen Kristallen. Es war, als würden überall um einen herum Diamanten blinken. Geheimnis des Glitzerstaubs liegt darin, wie Wassermoleküle aufgebaut sind. Ein Wassermolekül besteht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen, die ein V bilden. Wenn Wasser gefriert, schließen sich die Vs zu sechseckigen Kristallen zusammen. Licht, das durch diese Prismen scheint, wird gebrochen. Licht wird gebrochen, wenn es von einem Medium in ein anderes eintritt. Wenn ich diesen Bleistift in Wasser tue, geht der obere Teil des reflektierten Lichts direkt durch die Luft zu ihren Augen. Der untere Teil muss dagegen erst durchs Wasser. Darum sieht es aus, als sei der Stift durchgebrochen. Damit Nebensonnen entstehen, müssen neben Licht und Wasser auch noch Wind und Schwerkraft mitspielen. Sie stapeln die Kristalle übereinander zu dünnen Plättchen.
Sie sind ganz flach. Wenn jetzt Licht auf einer Seite reinkommt, muss es einmal durch das Plättchen durch und kommt dann auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus. Dabei wird es gekrümmt und auch ein wenig gestreut. Wenn Sonnenlicht durch diese Kristalle im 22-Grad-Winkel abgelenkt wird, können solche Nebensonnen entstehen. Manchmal ändert sich die Luftströmung allerdings und die Kristallplättchen schweben nicht mehr waagerecht, sondern leicht geneigt durch die Luft. Das Licht wird in einem anderen Winkel abgelenkt. Statt Nebensonnen entstehen Lichtsäulen. Lichtsäulen bilden sich direkt über und unter der Sonne, wenn sie recht tief am Himmel steht. Stellen Sie es sich vor, als würden tausende winzige Spiegel das Licht nach oben und unten reflektieren. So entsteht eine Lichtsäule. Gibt es solche Naturereignisse auch anderswo im Sonnensystem? Die Erde ist nicht der einzige Planet mit einer Atmosphäre und Gasen. Da ist zum Beispiel noch der Mars. Die Marsatmosphäre ist gerade mal ein Hundertstel so dicht wie die der Erde. Aber auch dort schweben Eiskristalle aus gefrorenem Wasser und Kohlendioxid, in denen sich das Licht brechen kann. Die Reise um den Erdball geht weiter. Über den Nachmittagshimmel zieht eine rätselhafte, bunt schillernde Wolke. Dieser sogenannte Zirkumhorizontalbogen ist kein echter Regenbogen. Auch er gehört zu den Halo-Erscheinungen. Seine farbigen Schimmer entstehen durch dieselben flachen, sechseckigen Kristalle, die Nebensonnen an den Himmel malen. Die bunten Farben entstehen, wenn Licht in unterschiedlichen Winkeln durch sie hindurchscheint. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Regenbogen. Aber das Licht bricht sich in Eiskristallen, nicht in Regentropfen. Echte Regenbögen sind meist nach Gewittern am Himmel zu sehen. Ihr Geheimnis ist nicht gefrorenes, sondern flüssiges Wasser. Wie kleine Prismen spalten die Wassertropfen das Licht in all seine Spektralfarben auf. Die Lichtquelle ist rund 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ein Lichtstrahl von der Sonne dringt in unsere Atmosphäre ein. Dort trifft er auf Regen, also runde Wassertropfen. Wenn das Licht in die Tropfen eintaucht, wird es gebrochen und in verschiedene Farben zerlegt. An der Rückwand kommt das Licht aber nicht einfach wieder raus, sondern wird zum Teil reflektiert. Je nach Winkel geht das Licht entweder durch den Regentropfen durch oder es wird reflektiert. Beim Regenbogen sehen wir eine Kombination aus beidem. Jede Farbe verlässt den Regentropfen in einem anderen Winkel. Und nur eine Farbe pro Tropfen trifft genau auf das Auge, das den Regenbogen sieht. Ein Regenbogen ist das Ergebnis einer langen Reise des Lichts, von der Sonne zur Erdatmosphäre, durch Regentropfen und schließlich zum Auge. Jeder Mensch sieht ein und denselben Regenbogen anders. Wenn meine Freunde und ich uns hier nebeneinander aufstellen würden, würde jeder von uns einen anderen Regenbogen sehen. Immer ein kleines Stück versetzt. Die Reihenfolge der sieben Spektralfarben bleibt aber gleich. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Nur in sehr seltenen Fällen kehrt sie sich um. Wenn das Licht in den Wassertropfen zweimal reflektiert wird, erscheint neben dem Hauptregenbogen ein schwächerer Nebenbogen. Bei ihm ist das Farbmuster umgekehrt. Der zweite Regenbogen steht direkt über dem ersten.
Erst allerdings blasser, weil das Licht ja zweimal reflektiert wurde. Außerdem sind die Rottöne jetzt nicht mehr am äußeren Rand, sondern am inneren. Alles wegen der zweiten Reflexion. Wer besonderes Glück hat, kann einen Regenbogen sogar aus der Vogelperspektive sehen. Wenn Sie vom Flugzeug aus runter auf die Wolken schauen, sehen Sie um den Schatten des Flugzeuges herum manchmal einen ringförmigen Regenbogen. Das nennt man eine Glorie. Ich habe sogar schon mal eine Glorie fotografiert. Sie ist relativ klein und man sieht sie, wenn die Sonne von oben auf die Wolkentröpfchen scheint. Und es gibt noch viel seltsamere Regenbögen. Denn nicht nur Wassertropfen brechen und streuen das Licht, sondern auch Luftmoleküle. Mittags, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, wird vor allem der kurzwellige blaue Anteil gestreut. Darum erscheint der Himmel blau. Je tiefer die Sonne steht, desto weiter ist der Weg durch die Atmosphäre. Weil die kurzen blauen Lichtwellen schon gestreut sind, bleiben die längeren roten Wellen übrig. Darum färbt die untergehende Sonne den Himmel orange-rot. Ganz selten sieht man dann sogar einen roten Regenbogen. Wenn die Sonne sehr tief steht und das ganze kurzwellige blaue Licht schon gestreut wurde, sieht man manchmal einen tiefroten Regenbogen. Ich habe mal einen in Yukon gesehen, direkt vor mir im Tal. Das war ein atemberaubender Anblick. Es war sogar ein Doppelregenbogen. Das Licht war enorm intensiv. Wunderbar. Wenn der Mond kräftig genug scheint, sind Regenbögen sogar nachts möglich. Ein Mondregenbogen entsteht durch Sonnenlicht, das vom Mond reflektiert wird. Weil unsere Augen in der Dunkelheit schlecht Farben sehen, erscheint er uns weiß. Man kann die Farben aber sehen, wenn man mit einer lichtempfindlichen Kamera Bilder davon macht. Den Mondregenbogen sieht man nur nachts. Aber auch der Abend hat seine Reize. Manchmal macht er dem Betrachter sogar ein ganz besonderes Geschenk. Wir haben drei Sonnen am Himmel gesehen und einen blutroten Regenbogen. Jetzt folgt ein geradezu göttlicher Anblick. In einer Symphonie aus Gelb, Orange und Rottönen senkt sich die Sonne zum Horizont hinab. Und kurz bevor sie ganz verschwindet, gibt sie ein allerletztes Lebenszeichen von sich. Einen grünen Blitz. Es dauert nicht sehr lange, 1 bis 1,5 Sekunden. Man sieht ein klares, leuchtendes, grünes Licht. Also nicht blinzeln. Noch dazu ist das Phänomen so selten, dass die meisten Menschen es niemals zu sehen bekommen. Ich habe mein ganzes Leben danach Ausschau gehalten. Meinen ersten grünen Blitz habe ich auf einem Schiff auf dem Weg von Spanien nach Barbados gesehen. Kurz bevor die Sonne komplett verschwand, zuckte ein grünes Licht über den Himmel. Ich wollte den anderen Passagieren Bescheid sagen, aber da war es schon wieder vorbei. Manche Menschen behaupten, der grüne Blitz sei ein Mythos. Gibt es ihn wirklich? Oder ist er nur ein Trugbild? Eine Sinnestäuschung? Viele halten das grüne Leuchten für ein Märchen. Einfach, weil sie es noch nie gesehen haben. Es erscheint ihnen völlig absurd, dass die rote Sonne am Abendhimmel auf einmal grün leuchten soll. Darum sagen sie einfach, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Als ich vom grünen Blitz gelesen habe, dachte ich, wow, das muss ich sehen. Und habe jahrelang danach Ausschau gehalten. Auch der grüne Blitz entsteht durch Lichtbrechung.
Wenn die Sonne untergeht, sehen wir ein Farbspektrum. Ganz unten rot, darüber orange, gefolgt von gelb, grün, blau und violett. Beim Sonnenuntergang werden die kurzwelligen Teile des Spektrums, also die blau- und violetttöne, von den Luftmolekülen gestreut. Darum sind sie von der Erde aus kaum zu sehen. Und wenn die Sonne unter den Rand des Horizonts taucht, verschwinden auch die Rot-, Orange- und Gelbtöne. Damit bleibt für einen winzigen Moment nur noch eine einzige Spektralfarbe übrig. Grün. Kurz bevor die Sonne vollständig untergeht, blinkt noch ein Funken Grün auf. Allerdings nur, wenn die Luft frei von Staub und sonstiger Verschmutzung ist. Ein klarer Himmel ist die beste Voraussetzung für einen grünen Blitz. Keine rosa Wölkchen. Die Wahrscheinlichkeit, einen zu sehen, ist am größten, wenn der Horizont ganz flach und der Himmel wolkenlos ist. Also kein spektakulärer Sonnenuntergang. Wenn es dann auch noch windstill ist, sollte man unbedingt hinschauen. Der grüne Blitz ist also kein Mythos, sondern ein physikalisch erklärbares optisches Naturphänomen. Wer schnell genug Höhe oder Perspektive wechselt, kann manchmal sogar einen zweiten sehen. Also, Beine in die Hand nehmen und ab auf den nächsten Hügel. Wenn man sitzt, reicht es manchmal schon aufzustehen, um einen zweiten zu sehen. Je extremer der Winkel, desto extremer die Ansicht. Auf dem Vulkan Mauna Kea auf Hawaii habe ich mal drei hintereinander fotografiert. Ich habe einfach immer wieder abgedrückt und weil die atmosphärischen Bedingungen so gut passten, hatte ich am Ende drei grüne Blitze drauf. Manche Fotografen, die glauben, einen vor der Linse zu haben, werden allerdings enttäuscht. Manchmal ist der grüne Schimmer nämlich nur eine Illusion. Schauen Sie 20 Sekunden lang auf diesen roten Kreis. Mit der Zeit werden die Rezeptoren im Auge, die rot wahrnehmen, weniger empfindlich. Schauen Sie jetzt auf ein weißes Blatt Papier. Sie sehen ein blau-grünes Nachbild. Genauso wird jemandem, der zu lange in die Sonne starrt, irgendwann grün vor Augen. Die Nachbilder der Sonne erscheinen uns oft grünlich. Wenn man dann auf den Auslöser drückt, ist man später enttäuscht. Die Sonne ist nämlich immer noch gelb. Darum warte ich immer ein bisschen, bevor ich abdrücke. Ich habe erst dreimal in meinem Leben einen grünen Blitz gesehen und hatte nie eine Kamera dabei. Im Gegensatz zu Polarlichtern und Nebensonnen dürfte der grüne Blitz ein Phänomen sein, das es nur auf der Erde gibt. Sie sind auch auf anderen Planeten denkbar, aber wohl nicht in unserem Sonnensystem. In der dünnen Marsatmosphäre erscheint der Sonnenuntergang blass und unscheinbar. Und auf dem Jupiter sind die Bedingungen sogar noch schlechter. Hier versperren dichte Wolken die Sicht. Aber auf der Erde wird es, solange es farbenprächtige Sonnenuntergänge gibt, auch ab und zu grüne Blitze geben.
Der grüne Blitz ist einfach wunderschön, ein toller Anblick. Die Farbe ist viel klarer und leuchtender als zum Beispiel in einem Regenbogen. Als ich noch regelmäßig grüne Blitze fotografiert habe, dachte ich auf dem Heimweg immer, Mann, die grüne Ampel sieht im Vergleich zum grünen Sonnenuntergang total blass aus. Die Natur steckt voller Wunder. Manchmal reicht es schon, einfach nur nach oben zu sehen. Seit Anbeginn der Zeit beobachtet der Mensch Blitze, Polarlichter, Regenbögen und Sonnenringe und fragt sich, wie entsteht sowas? Der Himmel ist voller seltsamer Phänomene. Wenn man sich die Zeit nimmt, entdeckt man immer wieder etwas Neues.